Hallo zusammen. Ja, ich lebe noch. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich habe schon Nachrichten bekommen, wo die Frage gestellt wurde, ob ich dem mit YouTube aufgehört hätte. Und nein, das habe ich definitiv nicht. Das habe ich auch definitiv nicht vor. Aber es ist was dazwischen gekommen und ich musste mich auch eine längere Zeit erholen. Dazu komme ich aber gleich, denn ich komme jetzt als allererstes mal zu dem Punkt, was man direkt sieht, denn ich habe eine neue Frisur seit ein paar Tagen. Also ich bin gerade noch in der Phase, wo ich mich selbst noch daran gewöhnen muss. Aber ich wollte einfach was anderes. Ich wollte einen anderen Schnitt, weil die Frisur, die ich vorher hatte, die hatte ich jetzt 3,5 Jahre und ich bin eine Person, ich bin von vielen Dingen relativ schnell gelangweilt, würde ich jetzt mal sagen. Und dass ich die Frisur jetzt schon 3,5 Jahre hatte, war eine relativ lange Zeit, denn sonst habe ich Frisuren nie lange getragen oder Haarfarben oder so. Aber die Frisur fand ich cool. Habe aber jetzt gedacht, ich will irgendwas anderes und da gab es die Option, entweder kürzer schneiden oder lang wachsen lassen. Lang wachsen lassen ist für mich aktuell einfach keine Option, weil ich finde, das sieht an mir einfach ultra langweilig aus. Ich hatte in meinem Leben auch länger kurze Haare als lange Haare, also auch schon in der ersten Klasse hatte ich richtig kurze Haare. Und ich finde auch, dass mir das persönlich am besten steht. Und deswegen gab es die Option, okay, einen anderen Schnitt. Und ich fand es immer richtig cool, wenn ich die Haare nach hinten hatte, als ich die ältere Frisur hatte und mein Gesicht komplett frei lag. Und habe ich gedacht, okay, kürzer schneiden und zwar so, dass mein Gesicht wirklich komplett frei liegt. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Dann zu dem zweiten Punkt, wieso ich jetzt längere Zeit abwesend war. Falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr mitbekommen, dass ich eine OP hatte. Und zwar hatte ich eine OP am Hals. Und ihr denkt euch jetzt so, hey, man sieht ja gar nichts und das ist auch das Gute daran, denn die haben das so gut geschnitten und operiert und es ist auch sehr gut verheilt. Also hier unten, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Ich habe es auch minimal überschminkt, weil es noch so ein bisschen gerötet ist, so ganz, ganz leicht. Also hier unten wurde ich operiert, hier wurde einen kleinen Schnitt gesetzt und mir wurde ein Lipom entfernt. Für die, die nicht wissen, was ein Lipom ist, ihr könnt es auch gerne googeln. Das ist ein gutartiges Fettgeschwulst, also wie ein gutartiger Tumor aus Fettgewebszellen. Und das ist in relativ kurzer Zeit relativ groß angewachsen. Ich glaube 3 auf 2,5 cm. Und es hat mich auch ästhetisch total gestört. Und vor allem lasse ich es lieber jetzt rausmachen, wo es noch relativ klein ist, wie dass es einfach immer größer wird. Und dann wird die Operation größer, der Schnitt wird größer, die Narbe wird größer. Und da habe ich mich zu entschieden, ich lasse es jetzt machen. Ich habe das schon ein bisschen länger vor mir hergeschoben und habe gedacht, ach, ich warte noch auf den perfekten Zeitpunkt. Aber Leute, für eine OP gibt es keinen perfekten Zeitpunkt. Deswegen habe ich das Anfang April machen lassen und habe mir einfach ein bisschen eine Auszeit gegönnt, auch auf Instagram. Da habe ich zwar auch ein paar Bilder hochgeladen, aber jetzt nicht so exzessiv. Und auch auf YouTube. Also ich habe mir einfach die Zeit genommen, die ich gebraucht habe und habe mich jetzt nicht stressen lassen. Ich hatte schon immer in meinem Hinterkopf so, ich sollte schon wieder ein Video drehen, aber habe gedacht, nein, Madeleine, gönn jetzt einfach mal die Auszeit. Es wird schon wahrscheinlich wieder irgendwann stressig genug. Also das war eigentlich der Grund, wieso ich jetzt längere Zeit abwesend war und nicht, weil ich mit YouTube aufhören möchte. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema dieses Videos und zwar war ich in letzter Zeit wieder häufig im DM unterwegs und im DM kommen wieder so viele neue krasse Produkte raus, da kommt man gar nicht mehr hinterher. Manchmal gibt es solche Phasen, das ist meistens so im Winter, wo man sich denkt, da kommt gar nichts Neues und dann plötzlich, boom, bringt jede Marke gefühlt 20 neue Produkte raus und das sind jetzt alle Produkte, die jetzt neben mir stehen, die sind jetzt teilweise brandneu, teilweise schon ein bisschen älter, aber trotzdem Neuheiten in der Drogerie. Noch ganz kurz ein Hinweis. Alle Produkte, die ich euch heute zeigen werde, die stehen nochmal unten in der Infobox. Und weil ich mir jetzt schon vorstellen kann, dass bestimmt einige fragen, woher sind die Ohrringe, die Kette, der Cardigan oder das Top. Das steht auch immer alles unten in der Infobox. Ich beginne direkt mit den Haarprodukten und zwar habe ich mir da 2 Produkte gekauft von der Marke Shawn und Len. Die gibt es jetzt schon ein bisschen länger, sind aber allerdings Produkte, die jetzt neu für mich sind. Ich bin auch wirklich schon des Öfteren um die rumgeschlichen und habe mir jetzt gedacht, okay, die möchte ich jetzt ausprobieren. Die habe ich mir jetzt allerdings gekauft, bevor ich mir die Haare so habe kurz schneiden lassen. Aber nichtsdestotrotz, auch kurze Haare brauchen die richtige Pflege. Ich habe mir jetzt einmal eine Haarkur gekauft aus der Repair-Reihe. Ich glaube, es gibt nämlich 3 verschiedene Reihen, einmal die Repair-Reihe, einmal die Feuchtigkeit-Reihe und einmal die Detox-Reihe, glaube ich.
Und die ist jetzt mit Sandalwood and Silk Duft. Riecht auch fantastisch gut. Also ich habe an allen Produkten geschnuppert und die riechen richtig gut. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ich habe die jetzt noch nicht ausprobiert, aber sie soll auf jeden Fall Haarbruch reduzieren, wie ein Schutzschild vor Umwelteinflüssen funktionieren. Genau, da ist Shea-Butter drin, Arganöl, Glycerin, pflegen intensiv, spenden Feuchtigkeit und sorgen für geschmeidiges, gesundes, glänzendes und widerstandsfähiges Haar. Und da habe ich mir einmal einen Conditioner mitgenommen. Ich habe noch überlegt, ob ich mir ein Shampoo mitnehmen soll, aber ich benutze zu 99% Silbershampoos und sehr selten eigentlich mal so normale Shampoos, wenn dann nur zum Mischen. Und von so normalen Shampoos habe ich noch genügend zu Hause. Deswegen habe ich mir jetzt nur mal den Conditioner mitgenommen und auch der, oh Gott, Leute, der riecht wirklich so gut. Der ist mit Rosemary and Ginger Duft. Und das riecht wirklich richtig gut. Vor allem, das riecht so ein bisschen herb, teilweise auch maskulin. Deswegen ist diese Reihe auf jeden Fall auch sehr gut für Männer jetzt zum Beispiel, weil es eben nicht so feminin, blumig, süßlich duftet. Und das ist ein Conditioner für Feuchtigkeit und ist für stumpfes, trockenes und glanzloses Haar mit einem tiefenwirksamen Feuchtigkeitskomplex aus pflanzlichem Glycerin, Pantenol und schwarzem Hafer. Gibt den Haaren die verlorene Spannkraft zurück und macht es leicht frisierbar. Und ich bin schon sehr gespannt, die beiden Produkte auszuprobieren. Vor allem finde ich auch, dass die sehr schön aussehen im Badezimmer. Ich finde, das ist so schlicht, aber trotzdem irgendwie so ein Hingucker, finde ich. Das nächste Haarprodukt, das ich in der Drogerie entdeckt habe, ist von der Marke Naturschön bei Alverde. Und zwar haben die jetzt auch Haarprodukte rausgebracht. Das fand ich auch super spannend. Naturschön ist eine Naturkosmetikmarke und ich versuche wirklich vermehrt auch Naturkosmetik in meine Pflegeroutine auch zu integrieren und auch mehr Naturkosmetik auch auszuprobieren, weil ich finde, dass es immer noch ein Thema ist, das auf YouTube doch schon sehr vernachlässigt wird oder wo es nicht so viele Videos gibt und es da auch wirklich bei einer Naturkosmetik so viele tolle Produkte gibt, egal ob jetzt für die Gesichtspflege, Körperpflege, Haarprodukte oder auch im dekorativen Kosmetikbereich. Deswegen wollte ich die unbedingt mal ausprobieren. Das ist die Repair-Maske, Intensivpflege und Regeneration. Und zwar ist das jetzt extra eine Pflege für trockenes und strapaziertes Haar mit wertvollen Extrakten aus dem Olivenblatt, Olivenfrucht und reinem Olivenöl. Und ich weiß nicht, ob ihr das auf Instagram mitbekommen habt, aber ich war ja letztes Jahr zusammen mit Naturschön in Griechenland und durfte da wirklich bei der Olivenernte dabei sein. Das war super spannend. Da konnte man wirklich sehen, wo das Olivenöl herkommt, das wirklich in die Produkte ja verarbeitet werden. Und das ist natürlich immer toll, wenn man so Produkte benutzt und dann genau weiß, wo kommt das Olivenöl her, wie wird das geerntet und hat halt so ein bisschen Background-Information. Deswegen, ich bin sehr gespannt, die mal auszuprobieren. Außerdem gibt es eine weitere neue Naturkosmetikmarke im DM und zwar nennt sich die Pure 97. Und da habe ich mir jetzt mit Absicht mal eher so kleine Produkte mitgenommen, einfach um das auch mal auszuprobieren, wie sind überhaupt die Produkte. Und ich kaufe mir gerade so, wenn es um so Haarprodukte geht, das öftere mal so kleine Verpackungen, weil ich ja doch schon sehr oft unterwegs bin und dann teilweise auch nur mit Handgepäck fliege und da muss man immer den Flüssigkeiten aufpassen. Und wenn man dann mal so ein Shampoo oder ein Conditioner in so einem kleinen, ja, Päckchen oder wie heißt es denn, in so einem kleinen Gefrierbeutel drin hat, dann ist schon der halbe Beutel voll. Deswegen kaufe ich mir das öfter mal so kleine Verpackungen. Und so habe ich mir jetzt einmal das hier mitgenommen. Das ist mit Enzian und Quellwasser. Sanft pflegendes Cremeöl mit Hitzeschutz. Also das ist jetzt weder ein Shampoo noch ein Conditioner, sondern das ist einfach wie ein pflegender Hitzeschutz, den man sich aufgibt oder aufträgt, bevor man die Haare föhnt. Habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, wie ihr sehen könnt. Dann habe ich mir ein Produkt mitgenommen mit Jasmin und Kokosnussöl. Ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich gut riecht. Bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Und das ist eine feuchtigkeitsspendende Haarmaske für trockenes Haar. Und alle Produkte von Pure 97 sind übrigens aus 97% natürlichen Inhaltsstoffen, 3% Textur und Haltbarkeit, 0% Silikone und 100% vegan. Und das letzte, das ich mir mitgenommen habe, ist mit Lavendel und Pinienbalsam. Und ist eine aufbauende Haarmaske für geschädigtes Haar. Dann komme ich auch schon direkt zur Gesichtspflege. Und zwar gibt es seit neuestem beim DM die Marke Simple.
So sieht das Logo aus. Vielleicht kennt ihr die Marke schon, wenn ihr zum Beispiel das öftere Mal in England oder so wart. Und ich bin ein absoluter Simple-Fan. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel in England oder in London jetzt speziell bin, muss ich mir diese Facial Cleansing Wipes mitnehmen. Die sind allerdings in der grünen Verpackung. Die in der grünen Verpackung gibt es in Deutschland nicht. Die haben jetzt die in der weißen Verpackung, die habe ich noch nicht ausprobiert. Aber auch das Sortiment in zum Beispiel in England ist so groß. Sie haben so viele Gesichtspflegeprodukte, das ist unglaublich. Deswegen bin ich fast ausgeflippt, als ich mitbekommen habe, dass es jetzt auch Simple in Deutschland gibt. Und habe ich mir jetzt erstmal diese Tücher mitgenommen. Ich versuche eigentlich so von den Tüchern wegzukommen. Aber ich wollte die jetzt einfach mal ausprobieren. Und wie gesagt, wenn ich mit Handgepäck oder so reise, ist es halt einfach praktischer, wenn was jetzt so Flüssigkeiten angeht. Wenn man solche Tücher dabei hat, dann muss man nicht so auf die Flüssigkeiten achten. Und zwar sind es jetzt die Micellenreinigungstücher. Sanft zur Haut und das sind 25 Stück drin. Die sind ohne Farbstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Parfum, ohne Alkohol und ohne tierische Inhaltsstoffe. Und die sind, wie gesagt, extra für sensible Haut. Ich bin gespannt, wie die für mich funktionieren. Ich hoffe, dass die genauso gut sind wie die in der grünen Verpackung, die originalen, die irgendwie, glaube ich, jeder kennt, der mal Simple ausprobiert hat. Und dann habe ich mir noch was anderes mitgenommen, und zwar einen Augen-Make-up-Entferner. Der sieht so aus, der soll auch richtig gut sein. Der entfernt sogar wasserfeste Mascara und ist auch wieder für sensible Haut geeignet. Was natürlich super ist, da man jetzt nicht irgendwas Reizendes um die Augen benutzen möchte, das jetzt die Augen rötet oder tränt oder irgendwie unnötig reizt. Den habe ich noch nicht ausprobiert, warum auch immer. Ich glaube, ich wollte warten, bis ich dieses Video hier gedreht habe. Aber da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt und ich hoffe, dass DM noch, also das Produktsortiment ein bisschen erweitert, denn Simple hat wirklich richtig, richtig tolle Produkte. Dann habe ich eine neue Maske entdeckt und zwar von Balea. Die fand ich so spannend. Das ist nämlich die Body Patches Brust und Dekolleté Body Fit Maske. Also so eine Gelmaske sozusagen. Die ist mit Meersalz, Algenextrakt und Koffein und sorgt für eine glattere Haut. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wie man das so auftragen soll. Also tatsächlich auf das Dekolleté und um die Brüste drumherum. Ich finde es so spannend. Und ja, ich muss es einfach mal ausprobieren. Also das sorgt eben dafür, dass die Haut da schön geglättet und genährt wird und eben gestrafft wird für ein ebenmäßiges Hautbild. Und also sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, so dass man solche Patches wirklich um die Brust aufträgt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das aussieht und ob es auch wirklich was bringt. Als nächstes auch von Balea habe ich eine Tuchmaske entdeckt, die ist mit Avocado und Honig. Die soll regenerierend sein und ist mit Honigextrakt und Avocadoöl, ist für normale und trockene Haut gedacht. Und da ich ja doch eher meistens trockene Haut habe, greife ich dann doch eher zu Produkten, die feuchtigkeitsspendend sind. Und wenn ich Avocadoöl und Honig lese, dann weiß ich, dass es wirklich ein richtiger feuchtigkeitsspendender Cocktail sein muss. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Tuchmasken von Balea. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr schon des Öfteren die Tuchmasken von der Eigenmarke von DM ausprobiert habt und wie ihr die so fandet. Ich greife doch eher zu anderen Marken, wie zum Beispiel jetzt auch Neutrogena oder so. Aber die hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und auch das Packaging ist super süß. Sieht nämlich auch wie so eine, ja, wie so ein Honigglas. Als nächstes komme ich zur Marke No Makeup. Die ist ja schon länger im DM. Allerdings haben die ihr Produktsortiment erweitert. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, ich muss alles kaufen, weil ich alles so spannend fand. Vor allem haben die jetzt, glaube ich, 4 verschiedene Serien rausgebracht. Und die haben sich alle wirklich ganz, ganz toll angehört. Aber das hier fand ich wirklich am interessantesten. Das ist das Micro Structuring Serum. Die schützende Biosphäre für deine Haut. Und zwar steht da drauf, seltenes Meeresmineralwasser in Kombination mit Algenextrakten bringt das Hautmikrobiom in Balance und gleicht den pH-Wert der Haut aus. Rötungen, Unreinheiten der Haut und trockene Hautstellen können dadurch reduziert werden. Und ich muss sagen, ich finde die Produkte von No Makeup wirklich richtig, richtig gut. Also ich habe schon einige ausprobiert und fand die sehr, sehr gut. Die sind vor allem 100% vegan, die Produkte. Also ich würde sagen, das ist eine Naturkosmetikmarke.
also würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist eben so ein Anti-Inflammatory-Serum, das eben so Entzündungen reduzieren soll, Unreinheiten, einfach die Haut wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht bringen soll. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich finde, das hört sich wahnsinnig spannend an. Und dann haben die noch ein Gesichtsspray, das nennt sich Hydration Accelerator Spray, so sieht das aus. Und das ist eben ein Feuchtigkeitsbooster für die tägliche Pflege. Das kann man zum Beispiel auch auftragen, um sein Gesicht wieder so ein bisschen aufzufrischen, also ein bisschen Feuchtigkeit zu verleihen. Oder aber um, also wenn man sich das aufsprüht und dann ein Öl auftragen möchte, dann verbindet sich das Öl viel besser mit der Haut. Und zum Schluss noch eine Handcreme, die sie rausgebracht haben. Die gibt es allerdings, glaube ich, auch in 4 verschiedenen Ausführungen. Ich habe mich jetzt für die Coconut-Ausführung entschieden. Die nennt sich nämlich Handcreme Coconut Grove. Silky Soft Hands Simply Cared. Und die riecht wirklich original nach Kokosnuss. Aber das Gute ist, nicht so künstlich ekelhaft süß nach Kokosnuss, wie man das sonst so kennt, sondern richtig schön natürlich. Und gerade jetzt für den Sommer oder so finde ich halt so Kokosnussduft ideal, wer auf Kokosnuss steht. Ich glaube, entweder man liebt den Duft oder man hasst ihn. Es gibt aber, glaube ich, noch Ananas, Banane und ich glaube Limette oder so dürfte es, glaube ich, noch geben. Also was richtig Frisches. Und die finde ich auch richtig gut, weil es eben so schön dezent nach Kokosnuss duftet. Als nächstes habe ich ein Produkt für die Zähne und zwar ein Produkt von der Marke Listerine. Habe ich, glaube ich, auch mal in irgendeiner TV-Werbung gesehen und habe das dann im Laden hängen sehen, dachte mir so, stimmt, das wollte ich auch noch unbedingt ausprobieren. Das sind nämlich die Listerine Go Tabs. Das sind so 4 Kautabletten, die man eben für unterwegs mitnehmen kann und dann sofort ein frischeres Gefühl im Mund verspüren soll. Da steht auch drauf, für ein sauberes und frisches Mundgefühl unterwegs tatsächlich. Das soll man kauen, spülen und dann schlucken. Nee, oder? Verwandelt sich während des Kauens sekundenschnell in eine Flüssigkeit. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, also ich muss auf jeden Fall noch ausprobieren. Hört sich auf jeden Fall auch super spannend an, wenn man irgendwie unterwegs ist. Man hat vielleicht am Tag super viele Termine und hat aber auch keine Zeit, sich dazwischen immer die Zähne zu putzen. Keine Ahnung, einfach, dass man unterwegs immer was dabei hat, dass man irgendwie ein frisches Gefühl im Mund hat. Finde ich das auch praktisch. Muss ich auf jeden Fall ausprobieren, ob das für mich funktioniert, ob ich damit zurechtkomme, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfindung, wie ich finde. Als nächstes habe ich ein Körperpflegeprodukt für euch und zwar von der Marke Nivea. Das gibt es auch schon ein bisschen länger tatsächlich, das habe ich auch schon ein bisschen länger zu Hause stehen, allerdings auch noch nicht ausprobiert. Das ist das Ton oder die Tonerde Dusche für reine, weiche Haut mit Hibiskus und weißer Salbei-Duft. Und das gibt's auch in 2 verschiedenen Ausführungen. Einmal in der rosa Variante und einmal in einer grünlichen Farbe, glaube ich. Und da steht drauf, dass es eine nicht austrocknende Formel ist mit frischem Hibiskus und weißem Salbei. Reinigt die Haut sanft und mühelos für ein spürbar reines, samtig weiches Hautgefühl. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das so auf der Haut ist. Ich finde es nämlich so schwierig, ein Duschgel oder eine Duschcreme zu finden, die die Haut schön nährt, pflegt, wo man auch danach noch sehr gut riecht und der Duft nicht so schnell wieder verfliegt und die Haut nicht austrocknet. Ich habe das Gefühl, so viele Produkte trocknen meine Haut so extrem aus, dass ich mich jedes Mal in 5 Tonnen Bodycreme eincremen muss. Deswegen bin ich gespannt, ob die vielleicht funktioniert, falls ihr Tipps habt für gute Duschöle, Duschcremes oder Duschgele. Dann schreibt mir die auf jeden Fall gerne mal unten in die Infobox. Vielleicht habt ihr gute Tipps für Produkte, die die Haut nicht austrocknen. Die letzten Produkte, die ich euch jetzt zeigen möchte, sind Make-up-Produkte. Da habe ich 3 Stück für euch. Und zwar einmal eine Mascara. Und zwar ist die von Adele. Denn DM hatte vor kurzer Zeit auch einen Aufsteller von Adele. Und ich weiß gar nicht, ob die Produkte jetzt dauerhaft dann auch in dem DM einziehen werden oder es jetzt nur ein Aufsteller war. Auf jeden Fall hat mich diese Mascara sehr angesprochen. Die nennt sich Wispies Fiber Building Mascara. Also das ist eine Mascara, die so Fasern enthält und dann eben den Wimpern richtig schön Volumen schenken sollen. Ich finde auch das Packaging auch richtig, richtig schön, muss ich sagen. Ich habe sie auch noch nicht ausprobiert. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe noch nichts ausprobiert, was ich hier gekauft habe. Eigentlich wäre es praktisch gewesen, ich hätte es schon vorher ein bisschen getestet, dann hätte ich euch jetzt auch was erzählen können. Aber gut, merke ich mir auf jeden Fall fürs nächste Mal. Das Bürstchen ist auf jeden Fall super dünn, schlank und man sieht auf jeden Fall schon, dass da die Fasern dranhängen. Die Formulierung ist auch ein bisschen
fester von der Konsistenz, also nicht ganz so flüssig, was ich sehr gut finde, denn ich finde nur so Mascaras, die so ein bisschen fester sind von der Konsistenz, verleihen zumindest meinen Wimpern mehr Volumen. Ich habe das Gefühl, die so dünn formuliert sind, die machen für meine Wimpern einfach gar nichts. Die riecht auch nicht besonders unangenehm oder irgendwie jetzt besonders und die hat so eine geschwungene Form auf jeden Fall. Also das Mascara-Bürstchen hat so eine leichte Drehung drin. Das war auf jeden Fall super interessant. Werde ich auch zeitnah mal ausprobieren und euch da auf jeden Fall auch ein Feedback geben. Die nächsten beiden Produkte, beziehungsweise die letzten beiden Produkte, die ich für euch habe, sind von BH Cosmetics. Und da müsst ihr auf jeden Fall schnell sein, denn diese Produkte sind limitiert und ich habe die gesehen. Vor allem das Pinselset habe ich bei der lieben Olesya im Video gesehen. Und ich habe das, die hat das so angepriesen und es sah so toll aus, auch die Pinsel. Also ich dachte, okay, sobald es bei mir im DM ist, ich kaufe das. Und das ist nämlich ein Pinselset aus der Color Festival Reihe und die schreit richtig krass. Also das ist halt richtig krass Neon. Ich glaube, die Kamera nimmt das Neon gar nicht so extrem auf wie hier in echt. Aber das ist halt ein richtig schönes Pinselset. Das sind 12 Stück drin. Und ich muss sagen, die Pinsel von BH Cosmetics, Leute, die sind wirklich richtig, richtig gut. Also da bekommt ihr eine absolut, also eine richtig tolle Qualität für den Preis. Und das Gute ist, dass man ja BH Cosmetics auch im DM vor Ort findet und nicht nur online bestellen kann. Also, kommt auf jeden Fall hier mit so einem Pinselhalter. Ich glaube jetzt nicht, dass es so mein Geschmack ist und Neon so unbedingt in meine Wohnung passt oder auf meinen Schminktisch. Aber den müsst ihr nicht benutzen. Das ist halt nochmal ein Goodie, was halt dabei ist. Die Pinsel, die sehen so aus. Ihr könnt natürlich die Pinsel auch einfach in einen anderen Pinselbehälter stellen, falls euch das Neon jetzt nicht so gefällt. Dann sieht man das Neon auch nicht so krass. Aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Manchmal finde ich es geil, manchmal finde ich es irgendwie ein bisschen zu krass. Aber auch hier seht ihr, dass ich die Pinsel noch nicht ausgepackt habe. Noch nicht ausprobiert habe. Das Set habe ich nämlich auch relativ neu. Aber da sind so wirklich tolle Pinsel drin, wo ich wirklich sage, die habe ich wirklich noch nicht zu Hause. Und das muss man auch erstmal schaffen, denn ich habe wahnsinnig viele Pinsel mittlerweile. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, die auszuprobieren, weil wie gesagt, die Olesya hat so davon geschwärmt und Olesya und ich, wir haben wirklich in so vielen Dingen denselben Geschmack oder dieselbe Meinung. Und das, was sie gut findet, finde ich auch immer richtig gut. Von dem her bin ich mir zu 100% sicher, dass ich auch bei den Pinseln definitiv nicht enttäuscht werde. Und das zweite Produkt von BH Cosmetics ist auch aus der Color Festival Limited Edition. Und zwar ist das die Lidschattenpalette. Und ich hatte überhaupt nicht geplant, die zu kaufen. Ich wollte eigentlich nur das Pinselset, aber so wie es immer ist im DM, man geht rein, man will eigentlich nur ein Produkt und kommt raus und zahlt plötzlich, oder steht an der Kasse und zahlt plötzlich 80 Euro. Es ist unglaublich, wirklich. Also es geht mir fast immer so, dass ich mehr kaufe, als ich eigentlich wollte. Und so ging es mir auch mit der Palette. Ich stand davor und dachte mir so, nee, eigentlich brauche ich die nicht und sowas habe ich bestimmt schon, aber tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich sowas wirklich nicht habe, denn ich greife doch schon zu 99% eher zu Paletten, die so neutrale Töne oder Rosé-Töne enthalten und das, also da sind halt wirklich richtig, richtig krasse Farben drin. Und ich wollte dann einfach mal farbenfrohere Looks auch ausprobieren. Vor allem, weil es jetzt für mich Anfang Juni zum World Club Dome geht nach Frankfurt. Zu einem Festival, Musikfestival. Und da kann ich dann wirklich richtig auf die Kacke hauen, was jetzt Farben angeht. Und zwar sieht die Palette so aus. Ich habe die auch geswatcht und ich war am Anfang, bevor ich sie geswatcht habe, super skeptisch. Weil gerade so farbige Nuancen teilweise ein bisschen schwierig sein können. Entweder sie sind nicht richtig gut pigmentiert oder werden fleckig. Aber Leute, die Palette, Halleluja, die ist so krass pigmentiert und auch die Farben kommen wirklich genauso raus, wie sie im Pfännchen aussehen. Das hat man wirklich echt extrem selten. Da ist halt wirklich echt alles dabei. Also ich würde auch, also da kann man auch wirklich neutrale Looks damit kreieren, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick nicht so aussehen sollte. Aber da gibt es auch wirklich einige Farben, wo man sagt, da kann man auf jeden Fall noch einen neutralen Look mit schminken, aber halt auch richtig reinhauen mit dem Blau zum Beispiel. Das finde ich richtig schön. Oder dem Pinkton oder halt auch den ganzen dunklen, schimmernden Farben. Also das sind auch nicht nur schimmernde Farben dabei, sondern auch ein paar matte, damit man auch die Farbe schön in der Lidfalte ausblenden kann. Aber ich kann es kaum erwarten, die Farben auszuprobieren, weil ich glaube, das ist wirklich richtig, richtig coole Looks oder das, ja, das ist richtig schöne Looks damit, dass man sich... Was?
dass man damit wirklich richtig schöne Looks kreieren kann. Ich bin jetzt mal gespannt, welches Produkt euch jetzt am ehesten so angesprochen hat, was euch jetzt auch eher so im Gedächtnis geblieben ist, wo ihr jetzt sagt, das möchte ich mir auch gerne mal anschauen. Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, welches Produkt ihr jetzt so am interessantesten fandet. Und genau, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf euer Feedback zu meiner neuen Frisur. Bitte seid lieb zu mir und schreibt keine bösen Kommentare. Und dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass das nächste Video nicht so lange auf sich warten lässt und ich wieder regelmäßig Videos drehen kann. Ich habe mich ja jetzt auch gut erholt. Ich bin wieder topfit und bereit und motiviert. Von dem her wünsche ich euch jetzt allen noch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.